Shark, Kamil und Amina sind verschwunden. Was habt ihr gesagt? Bist du taub oder was? Kamil und Amina sind verschwunden. Ihr meint, sie sind völlig verschwunden? Ja, sie sind nirgendwo zu finden. Wir haben schon den ganzen Campus abgesucht. Wir werden sie finden. Goofy, beeil dich, ich habe eine Sonderlieferung. Ja, hier, bitte, Bobby. Okay, ich bin weg. Schau, Molly, ich habe uns diese Drachenanhänger für unsere Rucksäcke bestellt. Oh, wow. Übrigens ist jetzt das Jahr des grünen Drachens. Des grünen Drachens, Mist. Ich habe schon den pinken bestellt, damit er zu unseren Frisuren passt. Rosa Drachen? Ätzend. Die kannst du alleine tragen. Ha, das ist noch besser. Ich werde zwei Schlüsselanhänger haben und du keinen. Gern geschehen. Kannst du nicht aufpassen? Oh, wer redet denn da? Es ist niemand da. Gabby, siehst du hier jemanden? Nein, niemand da. Olivia, was ist mit dir? Nö. Das bedeutet, dass du ein Nichts bist, Mädchen Lea. Dein Freund dachte anders, als er mich in seinen Armen trug. Ha, ha, ha. Was hast du gesagt? Oh, wie konnte ich das vergessen? Ich meinte deinen Ex-Freund. Sie ist so nervig. Okay, okay, du wirst dafür gerade stehen, Lea, Mädchen. Laura, warum versöhnst du dich nicht mit Benz? Er kann doch gar nichts dafür. Oh, vielleicht ist es besser so. Stell dir vor, wir werden zusammen abhängen, nur die Mädchen. Das sagt ihr, weil ihr keinen Freund habt. Das war's. Lasst uns nicht über Benz reden. Ich mache mir mehr Sorgen um Lea. Ich muss mir überlegen, wie ich mich an ihr rächen kann. Chuck! Chuck, wach auf! Was? Ich schlafe nicht, ja? Leute, was macht ihr denn hier? Hey Leute, warum sagt ihr denn alle nichts? Ist was passiert? Chuck, Kamil und Amina sind verschwunden. Was habt ihr gesagt? Bist du taub oder was? Kamil und Amina sind verschwunden. Ihr meint, sie sind völlig verschwunden? Ja, sie sind nirgendwo zu finden. Wir haben schon den ganzen Campus abgesucht. Ja, wir haben sogar ihre Eltern angerufen, aber sie gehen nicht ran. Wir werden sie finden. Chuck, wir haben den ganzen Campus abgesucht. Und den Pausenhof. Und die Kleiderschränke überprüft. Vielleicht verstecken sie sich unter den Schreibtischen. Chuck, das macht keinen Sinn. Das war's. Ich hab es satt. Ich werde meine kostbare Zeit nicht mit dieser blöden Suche verschwenden. Ich gehe jetzt. Wir werden sie finden. Vielleicht verstecken sie sich ja hier im Spind. Chuck, wie sollten Sie in so einen kleinen Spind passen? Was ist, wenn jemand Sie geschrumpft hat? Genau wie in meinem Handyspiel. Das war echt interessant. Schaut mal her. Chuck, du bist besessen von diesem Spiel. Du wirst nicht mehr auf dem Campus spielen. Wenn ich dich spielen sehe, weißt du, was passieren wird. Hey ihr, wer seid ihr? Was hat das zu bedeuten? Echt schöne Kostüme. Versucht gar nicht erst, mich oder meine Freunde anzugreifen. Friede sei mit euch. Mein Name ist Zhongli. Ich bin der Besitzer des Wangsheng Bestattungsinstituts. Also bist du ein Bestatter? Ich helfe den Menschen, Zeremonien abzuhalten und die Toten ehrenvoll zu beerdigen. Benz, darf ich ihm eine Abreibung verpassen? Ich mag den Typ nicht. Beruhig dich, Doug. Es ist noch nicht so weit. Und wer seid ihr? Mein Name ist Hu Tao. Wir sind aus dem Spiel gekommen, um euch zu helfen, eure verschwundenen Freunde zu finden. Aus dem Spiel? Stimmt, ihr seid Figuren aus meinem neuen Spiel. Ja, ich hab euch sofort erkannt. Chuck, wage es ja nicht, über dein Spiel zu reden. Dieser Mann hat recht. Wir sind Figuren in einem Spiel und ich bin der Besitzer des Beerdigungsinstituts. Ein Beerdigungsinstitut? Ist das ein Scherz oder was? Oh, warte. Habt ihr gesagt, dass ihr wisst, wie wir Amina und Kamil zurückholen können? Ja, natürlich wissen wir das. Sie wurden von bösen Mächten gekidnappt. Vom dunklen Archon. Um sie wieder herzuholen, müsst ihr alle 7 Energieelemente sammeln und sie in diese Truhe legen. Die Energie der Elemente öffnet ein Tor zwischen den Welten und macht es möglich, eure Freunde wieder nach Hause zu bringen. Ihr werdet alle 7 Elemente auf meiner Karte finden. Hier... Übrigens, mein Name ist Kleiner Klee.
Ich liebe es, Feuerbomben zu werfen. Oh, die mag ich schon mal. Beeilt euch, wir haben nur eine halbe Stunde in eurer Welt. Lasst uns anfangen, Energie zu finden. Folgt mir, Freunde. Wir sind noch keine Freunde. Wir sind Basketballer. Ja, die Besten auf dem Campus. Ich kenne so eine Rasse nicht, aber wir haben auch keine Zeit, uns gegenseitig kennenzulernen. Kann ich vielleicht mit euch gehen? Hu Tao, ich bin dein Fan. Ich spiele immer nur dich als Charakter. Denkt dran, es gibt 7 Kräfte im Spiel. Entschuldigung, welches Spiel? Ein Handyspiel, Dance. Bist du dumm oder was, Alter? Hydro, die Kraft des Wassers. Dendro ist die Kraft der Pflanzen. Pyro ist die Kraft des Feuers. Elektro, die Kraft der Elektrizität. Kryo, die Kraft des Eises. Anemo, die Kraft des Windes. Geo ist die Kraft der Erde. Was? Ich hab's dir gesagt, nichts ist klar. Dies sind die 7 Elemente, die ihr sammeln müsst, um das Tor zu öffnen. Die erste Kraft ist Kryo, die Kraft des Eises. Habt ihr Eis? Ja, im Gefrierschrank. Ja, wir können's herbringen, wenn du es brauchst. Ja, steh auf, Doug, und hol ein bisschen Eis. Okay, ich bin gleich wieder da. Benz, meine Finger frieren gleich ab. Mach einfach 100 Liegestütze, dann werden sie sofort wieder warm. Toll. Kryo, die Kraft des Eises. Anemo, die Kraft des Windes. Ich sammle dich in unserer Truhe für einen wichtigen Zweck. Um Camille und Amina zu befreien, ja. Wow. Dein Haar flattert so schön im Wind, Song Li. Ich habe deine Figur im Spiel immer gespielt. Du bist so süß. Danke, Serponka. Halt die Truhe gerade. Und du hast so ein schönes Outfit. Du siehst nicht 6000 Jahre alt aus, du siehst perfekt aus. Ponka, hör auf, ihn anzumachen. Konzentrier dich auf deine Aufgabe. Wie kannst du das nicht verstehen, Dylan? Das ist der große Song Li. Ponka, wie lange müssen wir noch wedeln? So lange, wie es dauert. Wir müssen noch mehr Wind in unserer Truhe sammeln. Habe ich recht, Song Li? Ja, du hast recht. Anemo, die Kraft des Windes. Ich sammle dich in unserer Truhe für einen wichtigen Zweck. Es ist Zeit, Elektro zu sammeln, die Kraft der Elektrizität. Dazu müsst ihr eure Finger in die Steckdose stecken. Aha, willst du, dass wir sterben oder was? Das ist voll gefährlich. Ich werde das nicht tun. Chuck, du vielleicht? Hör mal, Mandy, sammel du den Strom. Niemals. Du und Nice seid verrückt nach diesem Spiel, nicht ich. Ja, also auf geht's. Da ist die Steckdose. Nein, da kann man sterben. Und was ist mit der Superkraft? Du wolltest doch so gerne spielen. Ja, aber nicht im echten Leben. Ich sterbe, wenn ich in eine Steckdose fasse. Keine Sorge. Unser Beerdigungsinstitut wird die besten Beerdigungen für dich organisieren. Song Li und ich werden uns drum kümmern. Nein, danke, Chuck. Das ist alles nur wegen dir. Mach du das, okay? Ich kann das nicht. Dann sterbe ich. Wie soll ich dann das Spiel spielen? Puzzle, mach du es. Das wünschst du dir. Ich will nicht sterben. Das war ein Scherz. Es ist dumm, die Finger in die Steckdose zu stecken. Ich habe mich nur gefragt, wie weit ihr gehen würdet. Sehr lustig. Obwohl das eine gute Lektion für diese Spieler gewesen wäre. Es gibt einen einfacheren Weg, Strom zu bekommen. Wir benutzen statische Kleidung. Genau. Sie tragen immer Synthetik, keine natürlichen Stoffe. Puzzle, Nice. Reibt eure Pullover. Wir müssen noch die anderen Energien sammeln. Seid ihr bereit? Aha. Oh, das funktioniert! Elektro, die Kraft der Elektrizität, ich sammle dich ein. Pyro, die Macht des Feuers, ich sammle dich. Wow! Wir haben es geschafft! Pyro, die Macht des Feuers, wir nehmen dich mit in unsere Truhe. Dendro, die Kraft der Pflanzen. Armes Ding, ich wusste nicht, dass sie schon so lange im Schrank steht. Dafür sieht sie ziemlich gut aus. Dendro, die Kraft der Pflanze, ich sammle dich. Lasst uns die Energie des Wassers sammeln. Ja. Cool. Ich öffne den Wasserhahn. Klee, bist du bereit, deine Magie einzusetzen? Es tut mir leid, aber Wasser kann mein Feuer löschen und mir die Kraft nehmen. Ich brauche eure Hilfe.
Haltet die Truhe. Die ist für mich. Nein, sie hat gesagt, ich soll sie halten. Mädels, reißt euch zusammen, beide von euch. Und stellt die Truhe unter das Wasser. Okay. So ein Mist, das funktioniert nicht. Das Waschbecken ist zu klein. Die Truhe passt definitiv nicht hinein. Hey, Bubble, das ist die Damentoilette. Ja, wie oft müssen wir es dir noch sagen? Ich weiß, aber ich habe euch einen Eimer Wasser mitgebracht. Tolle Idee. Lasst uns die Truhe in den Eimer legen. Los geht's. Klee, der Spruch. Hydro, die Kraft des Wassers, ich sammle dich. Wow. Geo, die Kraft der Erde, ich sammle dich. Ah, mein Bein! Bist du dumm, Doug? Du hättest ihn töten können. Das war nicht mit Absicht. Er hat mir doch absichtlich einen Stein ans Bein geworfen. Oh. Du bist ein Dummkopf, Alter. Du kannst nicht mal einen einfachen Pass fangen. Was für ein Basketballspieler bist du? Beruhigt euch mal, Leute, und gebt mir den Stein her. Hier, bitte. Im Gegensatz zu anderen hier, werfe ich nicht mit Steinen. Okay, ich mach's nicht wieder, Mann. Geo, die Kraft der Erde, ich sammle dich. Jetzt ist es an der Zeit, unsere Truhen zu vereinen und alle Elemente zu einer Einheit werden zu lassen. Das explodiert doch bestimmt wieder. Hassel, halt die Klappe, bitte. Bitte, bitte, lass es funktionieren. Lass das helfen, Camilo und Amina zurückzubringen. Bitte, bitte, bitte. Steph, du hältst besser auch die Klappe. Wow, was ist denn hier los? Seht ihr das auch? So viel Rauch. Lass uns das als Erinnerung festhalten. Lass uns ein Selfie zusammen machen. Chuck, wir brauchen keine Fotos zu machen. Wir müssen die Jungs retten. Camille, wir sollten die Jungs auf dem Campus anrufen. Sie machen sich bestimmt Sorgen. Ja, du hast recht. Oh, das ist Amina. Kommt alle her, Leute. Hey, Chuck. Amina, wo bist du? Wir sind in Thailand. Es ist so schön hier. Aber davor hat uns ein böser Geist entführt. Und in einem dunklen Schrank versteckt. Aber jetzt ist alles in Ordnung. Er hat uns gehen lassen, weil ihr die Kräfte der Elemente gefunden habt. Danke, Leute. Ihr seid echte Freunde. Ihr solltet nicht uns danken, sondern den Helden des Spiels. Wo sind die eigentlich? Sind die wieder in meinem Handy drin? Die sind wieder in meinem Handy. Die Helden des Spiels. So cool. Chuck. Chuck. Schläfst du gerade? Vergiss nicht, dass du bei der Arbeit bist. Chuck! Mandy? War das alles nur ein Traum oder was? Die Elemente Wind, Feuer und Wasser! Warte mal, Mandy! Bleib doch hier! Wo gehst du hin? Lass uns das Spiel weiterspielen! Leute, like das Video, abonniert den Kanal, klickt auf die Glocke und bleibt auf dem Laufenden für unsere neuen Episoden! Bis dann! Oh, ich habe ein neues Level freigeschaltet! Say no!